Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate 1. Ja, wir sind kurz nach der Crashlingsjagd und können jetzt hier die Crashlinge noch plündern. Pause wieder ausschalten. Gucken wir mal, was die so dabei hatten. Lernfähige Kugel, hui. Ein Heiltrank und ein bisschen Gold. Ja, das war auf jeden Fall interessant. So, erstmal die Kreischlinge einsacken. Minsk hat nur noch einen Heiltrank. Dann nimmst du mal den wir gerade gefunden haben. So, Dünner hier, du versuchst das zu lernen. Hat auch geklappt. Die lernfähige Kugel ist so gesehen ein interessanter Zauber. Das Problem ist, der wird erst richtig mächtig, wenn der Magier eine hohe Stufe erreicht hat. Ich kann mal vorlesen. Durch diesen Zauber entsteht in der Hand des Anwenders eine Kugel mit einem Durchmesser von ca. 60 cm. Also, klein ist die schon mal nicht. Beim Werfen steuert diese Kugel unfehlbar auf ihr Ziel zu. Welche Wirkung diese Kugel auf sein Ziel hat, hängt von der Erfahrungsstufe des Anwenders ab. Bei einem Zauberer der ersten Stufe verursacht die Kugel 1W4 Schadenspunkte und das Ziel erblindet für eine Runde. Bei der zweiten Stufe verursacht sie 1W6 Schadenspunkte und das Opfer verspürt Schmerzen. Bei der dritten verursacht die Kugel 1W8 Schadenspunkte und das Opfer erleidet Brandwunden. Ein Anwender der vierten Stufe verursacht mit ihr 1W10 Schadenspunkte und das Ziel erblindet für 10 Runden. Auf der fünften Stufe verursacht die Kugel 1W12 Schaden und das Ziel wird für 3 Runden betäubt. Sechste Stufe macht 2W16 Schaden und schwächt es zusätzlich. Und auf der siebten Stufe verursacht die Kugel 2W16 Schaden und das Ziel wird für 20 Runden gelähmt. Ein erfolgreicher Rettungswurf gegen Zauber macht sowohl die Schadenspunkte als auch jede Wirkung nichtig. Also die Chance ist sehr hoch, dass die Kugel ins Leere geht. Ja. Deswegen benutzen wir sie nicht, deswegen bleiben wir bei magischen Geschossen. So. Nächstes. Wie versprochen gibt es wieder Biografien. Nachdem wir zuerst Talisa und Imoen und dann Khaled und Shahira hatten, geht es jetzt mit Minsk, Bu und Dünar hier weiter. Biografie von Minsk. Als ihr Minsk nach seiner Vergangenheit fragt, verkündet er stolz, ein Berserkerkrieger aus dem fernöstlichen Raschemen zu sein. Ja, ein Berserkerkrieger statt einem Waldläufer. Er befindet sich zurzeit auf seiner Dashema, einer rituellen Reise in die Männlichkeit. Dabei ist er auf Abenteuer und Kampfesruhm aus. Er hat außerdem die Ehre, der Leibwächter der jungen Vychalarn aus Raschemen namens Dünar hier zu sein. Das Wort hier auszusprechen, also das ist das raschemische Wort für eine Hexe sozusagen. Sollte man ihr Schaden zufügen wollen, so ist er fest entschlossen, einem so lange Verstand einzuprügeln, bis man es sich anders überlegt. Ja, Minsky. Er fragt sich, warum Dünar hier sie an die Schwertküste geführt hat. Doch seine Loyalität kann durch nichts erschüttert werden. Wenn sie mit seinen Diensten zufrieden ist und er sich im Kampf einen Namen macht, hofft er, in die Berserkerloge der Eisdrachen aufgenommen zu werden. Wenn er in die Heimat zurückkehrt. Als bislang größte Erfahrung, die er in der großen weiten Welt gemacht hat, sieht Minsk den Erwerb seines kleinen Begleiters Bu an. Nach seinen Worten handelt es sich dabei um einen Miniatur-Riesen-Weltraumhamster. Ja, dieses Wort ist so geil. Miniatur-Riesen-Weltraumhamster. Also ein Mini-Riesen-Hamster, der aus dem Weltraum kommt. Solche Dinge sollen in den vergessenen Reichen tatsächlich existieren. Doch Minsk hat mit Sicherheit schon zu oft eins auf die Rübe bekommen. Ja, garantiert. Er scheint ein gutmütiger Kerl zu sein, doch übernimmt seine Berserker-Natur etwas zu oft die Oberhand. Ja, wir könnten ihn in den Berserker-Rausch verfallen lassen, aber dann schlägt er auch uns. Deswegen sollten wir das lieber nur im Notfall benutzen, wenn Minsk ganz allein in einem Raum mit den Gegnern ist. So, als nächstes kommt Bu. Bu ist ganz einfach, auch wenn Bu hier fast ein bisschen aussieht wie eine Maus, als wie ein Hamster.
Boo ist ein pelzartiger kleiner Hamster. Obwohl Minz glaubt, dass Boo ein winziger Riesenhamster ist, seid ihr ziemlich sicher, dass der kleine Nager nur ein gewöhnlicher Hamster ist. Und ja, Boo ist in Minz-Inventargürtel. Dem hier. Und wenn wir versuchen, ihn rauszunehmen, dann quiekt Boo. Boo macht sich davon, als sie versucht, ihn zu ergreifen. Und mit einem strengen Blick beendet Minz jeden weiteren Versuch, das Tier zu stehlen. Ja. Das ist lustig. Der quiekt immer so. Also das macht Minsk zu einem ziemlich interessanten, besonderen Charakter. Dünner hier. Hat immer noch ein ETW von 20. Das, obwohl sie geschossen waffen kann. Naja, sie ist auch eher für Zaubern zuständig. Biografie. Ist ein kurzer Text. Als sie Dünner hier nach ihrer Vergangenheit fragt, hat sie nicht viel zu sagen. Anscheinend kommt sie aus dem fernöstlichen Raschemen und ist mit ihrem Leibwächter namens Minsk im Westen gezogen. Minsk befindet sich auf seiner Dashima, einem Übergangsritus, und sie selbst scheint sich etwas Ähnliches vorgenommen zu haben. Dazu meint sie jedoch lediglich, dass der Schwertküste große Dinge vorausgesagt wurden. Sie wirkt sehr selbstbewusst und besitzt einen siebten Sinn für Wissen alter Zeiten. Darüber ist sie sehr wählerisch, was ihre Begleiter angeht. Sie hat bereits Bedenken über den Geisteszustand ihres Leibwächters geäußert. Naja, wenn man einen Miniatur-Riesenhamster mit sich rumschleppt und mit ihm auch noch redet. Übrigens, normalerweise haben Druiden immer ein Tier als Vertrauten, also als Begleittier, und bei Minsk ist das eben ein Hamster. Allerdings bleibt es nicht verborgen, dass sie ihn respektiert, und sie wagt kaum einen Schritt ohne ihn, bis sie von Gnoll entführt wurde. Gut. Decken wir jetzt hier die Karte fertig auf. Beinahe unter meiner Würde. Das haben wir ja auch noch zu erledigen. Oder haben wir das noch was zu tun? Sprühende Farben. Nein, nein, nein. Ne, wir haben nur einen Haufen Zeug zu verkaufen. Und Pfeile nachzulegen. Und Schleuderkugeln haben wir gerade noch so welche. Ein nicht identifiziertes Langschwert. Das kann nachher Kalid haben. Das wird ein... Oh. Ein Oger, der uns nicht angreift. Wie kommt das denn? Hey du. Ich will zermatschen. Du jetzt nicht stören. Ich essen. Wir kämpfen, wenn ich fett glücklich. Ja. Ich kämpfe jetzt dann. Machen dich die sehr. Schlagen dich zu Brei. Brei. Okay. Oger. Ja, die wollen uns immer alle zu Brei machen, die Oger. Aua. Ja. Ja, Jaira hat keine Heilung mehr. Was wollt ihr? Gut. Na gut, da wir eh langsam wieder dann jetzt in Richtung Flaschkett zurückgehen. Ja, Jaira braucht wahrscheinlich nicht mehr viel für einen Stufenaufstieg. Also noch ein Oger wäre nicht schlecht. Dann könnte wenigstens Jaira ihren Stufenaufstieg machen. Und Minsk vielleicht auch. 270 durch 6 sind 40, bleiben 30 übrig, sind 45. Minsk braucht... Na, der braucht 54, aber Jaira braucht nur noch 16. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendeinem Oger oder so begegnen werden. Was etwas schade ist. Aber da kann man nichts machen. Gut. Gucken wir doch hier am Fluss lang und dann verlassen wir die Karte da oben. Dann haben wir das Gebiet auch abgehackt. Dann können wir zurück nach Dashkel. Ist doch so, oder? Ja, das Gebiet ist fertig. Sehr schön. Das kann man auch gut sehen. Hier sind die beiden Brücken, die hier abgebildet sind. Hier und hier. So, Dashkel, Jahrmarkt, dann da lang. Dann wieder Dashkel und dann die beiden Gebiete. Obwohl, wir können wahrscheinlich die beiden Gebiete gleich im Anschluss machen.
So. Wir kommen Heide Naschkill an. Hier hoch. Gut. Dann gucken wir mal kurz, dass wir Edelsteine und so verteilen. Kettenhemd kannst du Minsk. Edelstein. Du hast noch so einen. Die anderen schleppen gerade nichts mit sich rum. Wir haben aber noch einen Identifizierzauber, fällt mir gerade so auf. Die Waffe ist eh kaputt, also leg sie mal ab. Die Langschwerter können dann zum Minsk. So. Gut, Gruppe ist vollständig. Dann gehen wir jetzt in der Reihenfolge Tempel. Ne, halt, erst Händler, dann Tempel, dann Wirtshaus ab. Und dann gehen wir weiter zum Jahrmarkt. Wie immer, da ich dem Laden von Naschke nicht traue. Okay. Ich möchte, dass er mit einem wachen Geist. Ein Wunder bei der Eisenknappheit. Ich brauche Schlaf. Das ist wirklich ein schönes Feld. Bravo, hier habt ihr einen angemessenen Preis. Es war mir eine Freude, mit euch ins Geschäft zu kommen. Jawohl, 500 Goldmünzen. Der Kunde hat immer recht. So, dann gucken wir mal. Erstmal hätte ich gerne das Schild. Das kostet jetzt noch 2100. Jawohl. So, dann möchte ich gerne verkaufen den Heiltrank. Kann ich für 75 verkaufen? Wenn ich ihn verkaufen kann. Und ja, wenn da ein Preis steht, kann ich ihn irgendwo verkaufen. Ich muss nur gucken, wo, weil nicht jeder Händler nimmt alles an. So wie die Räuberskalpe. So, verkaufen wir erstmal das, was Talisa mit sich rumgeschleppt hat. Dann verkaufen wir das Zeug, was Khalid mit sich rumschleppt. So. Und Minsk. Infravisionsring, Dolch, Kurzschwert brauchen wir alles nicht. Die Lederrüstung auch nicht. Die Helebarde, nein, die kann auch keiner benutzen. Minsk ist gerade zwei Handschwertkämpfer. Personenbezaubern, Kettenhemd brauchen wir nicht. Die Bastardschwerter brauchen wir auch nicht mehr. So. Schutzformel gegen Untote können wir erstmal behalten. Und hier könnten wir die sprühenden Farben und das Schmieren loswerden. Gut. Haben wir das schon wieder reingeholt, was wir ausgegeben haben. So, jetzt brauchen wir Schleuderkugeln für die da hier. 7 Stück. 3, 4, 5, 6, 7. So. Ich muss eine Pause einlegen. Ich habe schon lauter Wunderstellen. Ja, Minsk, das machen wir gleich. So, das Schild. Dann kann Minsk das Schild noch mit sich rumtragen. Obwohl ich das Schild von der Farbe her besser finde als das. Man sieht zwar fast keinen Unterschied, aber egal. So, Schilde zu verkaufen. Khalid kann auch den Trank hier haben, da er die anderen Tränke hier auch noch hat. So. Gut. Wir haben Pfeile, wir haben Kugeln. Da geht's ab jetzt als nächstes in den Tempel. Beinahe unter meiner Würde. Wir können uns im Tempel theoretisch auch heilen. Aber nee, zweimal rasten ist billiger, auch wenn es halt dann, wenn wir dann halt wieder fast einen Tag schlafen, aber ein bisschen mehr ausgeruht sein schadet nicht, solange sie wieder Wildnis waren. So, hallo, Tempel von Helm. Helm, wache über euch und euer Streben. Ah, wagemutiger Abenteurer an unserer Tür. Helm schützt die gesamten Reiche und seine Diener stehen zur Verfügung. Und seine Diener stehen zur Verfügung. Der Wachsame ist bereit, euer Gebrechen Abhilfe zu schaffen und somit den unnachgiebigen Blick des großen Anführers abzulenken. Natürlich für eine angemessene Gabe. Wir wollen uns doch gegenseitig unseren guten Willen beweisen, ihr versteht schon.